Schön, auf Wiedersehen für Linda Meyer, Abitur gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Gerne dabei bei den Dreisfüßen begonnen. Und jetzt zieht sie hinaus in die Welt. Und bei Linda. Daneben, ah, das passt ja sogar direkt, der nächste Gitarrist. Auch als Kleiner angefangen und hat, wir haben es ja vorhin schon gehört, hat sich zu einem echten Solo-Gitarristen entwickelt, den jeder gerne in der Band haben möchte. Ich danke dir auch euch für diese wunderbaren Jahre und alles Gute. Was hast du vor? Warte, Bauingenieur, so was Langweiliges? Ja, guck. Aber Gitarre kann man ja weitermachen. Sorry, Mann. Ja, hier habe ich für Julia Hubernagel, wie gesagt, 2 Jahre dabei. Wir haben zusammen noch das Musical durchgezogen, du bist dann auch, ne? Vieles Musical, also das waren schon ganz besondere Momente, die wir da zusammen hatten. Ne? Und meine Hochachtung für deine Leistungen. Und ich habe gehört, du gehst erst nach Kanada, nach Peru und dann mal gucken. Und das hört sich verdammt gut an. Julia, mach's gut. Julia Hubernagel. Fakultät, 1,0er Abi, Medizinstudium steht vor der Tür, ne? Ja, ich sag mal so wie ich dich kennengelernt habe, bei dir würde ich mich jederzeit behandeln lassen. Ich weiß nicht, da bin ich drauf vertrauen, dass du das kannst, was du machst. So wie, was wirklich cool ist, das ist eine 1,0er Abiturientin, die Led Zeppelin spielt. Das ist einfach unvergleichlich. Ne? Danke für die gute Zeit. Danke für euch. Wo ist sie hin? Ah, da steht sie, mit blondem Haar. Gerade aufgemacht, ey, cool. Ja, das muss auch gezeigt werden, das finde ich schon. Ne? Also, Lea hat auch ganz klein angefangen in der Band, ne? Bei den Grassroots auch. Ne? Und das sind verdammt viele Jahre geworden, ne? Und waren schöne Jahre. Sie hat immer super zuverlässig und voller Spaß gespielt und auch immer mitgesungen, nachher auch noch im Chor. Ne? Und was machst du? Was denn? Ja, ja, richtig, das wäre jetzt Bionik, das finde ich auch echt interessant. Das sind wir sicher mal immer von erzählen. Danke. Ja, danke. Da haben wir hier stehen den Robin Suhr. Wie gesagt, es ist gerade dazugekommen, ist eigentlich auch auf einer anderen Schule, so bei seinem Bruder Yannick, der bei den Wallen Grass, da sitzt er schon wieder, ne, eigentlich spielt, ist in die Band gekommen und ja, und ich wünschte, wir hätten es früher, aber vielleicht, du fährst jetzt erstmal nach Amerika, ne? Und da machst du noch ein bisschen weiter, ne? Du wirst trotzdem verabschiedet, aber ich freue mich total, wenn du weiter in der Band singst. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Robin Suhr! Wir haben mich drauf zu Larissa Huttig, auch als Kleiner angefangen. Er ist mein Orchester, ne? Aber da hast du auch die ganzen Jahre durchgespielt, ne? Bis heute. Dann in der Big Band und am Schluss auch noch in der Drumline, ne? Also eine bewegte Musikkarriere, ein tolles Abi und eine tolle Frau. Larissa Huttig, Dankeschön. Ja, der Nächste, da weiß ich auch, dass er noch ein Jahr mitmachen kann, wenn wir Glück haben. Und das ist auch sehr schön, weil er ein echt ausgefuchster Saxophonist geworden ist. Hat auch als Fünftklässler angefangen, war er zwar auch schon sehr lange bei den Brassfuß, aber der lange hat ihn noch überwachsen, aber ich danke, ein toller Saxophonist, du willst auch Musik machen, ne? Und du wirst es auch schaffen, weil du gut bist. Danke, Jan. Danke. Ebenso als kleiner Furz in die Welt gekommen und Jahre dabei über Brass, Budding Brass, bis in die große Band und jetzt sind es 8 Jahre geworden, glaube ich, oder sowas, ne? Könnte schon gut sein. Am Altsaxophon Fabian Patala. FSJ, da macht mein Sohn auch gerade. Ist cool. Wo denn? Ja, super. Wenn mir was passiert, bin ich ja gut hin. Ja, und dann der längste der Band, der längste, der größte, der beste Tenorsaxophonist aller Zeiten, Henning Ganter. Applaus.
So, boah, ich hatte noch vier, also 14 Leute gehen, das ist wirklich grauselig. Aber es, wie gesagt, ein paar bleiben ja noch und dann kommen, haben Sie ja gesehen, bei den Golden Grays ist ja Nachwuchs, aber ansonsten, wenn einer Bock hat mitzumachen, dann muss man ihn nur ansprechen. Meine, für gute Leute ist immer Platz. Hier habe ich dann auch in der 5. Klasse angefangen, ne? Was sonst? Damals Altsaxophon, dann auf das Riesenbariton umgestiegen, gerade ein Solo gespielt, ein ganz verlässlicher Stratege, Jonathan Segi. Ins Studium, was auch immer. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen vorne ran. Gut. Ah, ja, hier. Eine tolle Klarinettistin. Was ist denn? Aber geht mir ja auch so. Ich kann mich besser zusammenreißen. Aber wenn man sie fein singen gehört hat, die You Got the Love, dann weiß man, warum sie meint. Sie ist eine tolle Sängerin und eine super Klarinettistin. Mit Nanfong und Julia kam ja auch der Milan, der große Bruder von Lia, die wahrscheinlich schon singen. Milan Preußing, klasse Drama, hat in den Musical gespielt und jetzt hier haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Und auch ein kreativer Geist und er macht Tontechnik und führt da die Linie weiter von einigen, die hier bei uns Tontechnik, von Peter Wicking, und wie gesagt, die irgendwie in einem Musikbusiness weitergehen, da freue ich mich. Also alles Gute und danke für die schöne Zeit. Milan Preußing! Steht hier auch ein ganz besonderer Stratege, ne? Der auch jetzt, wie lange bist du denn dabei? Irgendwie gefühlt immer. Ne? Und dann hat er jetzt letztes Jahr noch von Vincent die Drumline übernommen als Leiter und ist eben ein ganz großer Drummer. Und, ja, mal gucken, wo dich hinführt. Du wolltest ja Musik machen, jetzt machst du ja erstmal was? Populäre Musik. Populäre Musik und Medien in Bielefeld? Paderborn. Paderborn ist eine ganz komische Stadt. Ja, ich war da. Aber da wären 80% CDU, aber das macht ja nichts. Kann da trotzdem als Letzter. Es war eine tolle Zeit, du bist ein ganz großer. Ich danke dir.